Was macht denn eigentlich der Daily? Der rollt nach seinem Ausflug ins Sauerland wieder durch Lübeck und das mittlerweile nicht mehr nur im leeren Blechkleid. So ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass wir schon mal an dieser Stelle standen mit dem Iveco und da haben wir ihn euch als leeres Fahrzeug vorgestellt. Ist also mal Zeit, ein kleines Update zu geben, wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Rein mit euch! Fangen wir mal mit dem Entscheidenden an. Unsere Möbel sind da und das ist mehr geworden als nur ein One-Off. Wir hatten ja in den letzten Videos schon mal ein bisschen drüber gesprochen. So sehen sie also aus, die Module, die die Schreinerei Reuter jetzt künftig anbieten wird. Das sind alles Puzzle-Elemente, 9 Stück in Summe. Das heißt, ich kann hier auch ganz viel rumbauen. Ich kann den zum Beispiel zweimal kaufen und mir das alles umpuzzeln. Dazu übrigens in der Mai-Ausgabe mehr zum Thema Modulmöbel. Aber so ist unser Grundriss jetzt hier erstmal fertig und er funktioniert wirklich fantastisch gut. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier wirklich sehr viel Platz. Eine große Küche, hier ist der Kühlschrank hinter. Es gibt jede Menge Stauraum. Hier ist der Kleiderschrank. Und so ist ja auch die Alltagssituation geplant, dass man eben sagt, wir haben Platz bis nach hinten. Ich kann hier hinten aus der Tür auch wieder rausgehen. Und hier im hinteren Bereich ist dann bei Bedarf das Badezimmer. Wenn ich dann die Tür hier hinter mir zumache, die ich auch ganz durchschwenken kann bei Bedarf, dann öffnet sich mir hier das große Badezimmer mit Platz für das Waschbecken, was aktuell noch fehlt, mit Platz für die Duscharmatur, die aktuell noch fehlt, mit Platz für das WC, was aktuell noch nicht angeschlossen ist. Und hier, wo ich stehe, ist automatisch auch die Duschtasse mit dem passenden Ablauf. Gegenüber ist der große Kleiderschrank. Da ist wirklich mehr als genug Platz drin. Und hier habe ich auch noch einen Stauraum hinter dem Spiegelschrank. Das alles gibt es ja demnächst fertig, tatsächlich als einzelne Module. Wir haben uns hier entschieden für eine Nussbaumoberfläche als Echtholzfurnier, nur geölt, kombiniert mit anthrazitfarbenem HPL. Aber das gibt es auch in jeder Menge anderen Dekoren, ganz wie einem das beliebt. Ein Blick in den Kleiderschrank, der zeigt auch ganz gut, wie das System gedacht ist. Man sieht, die Wände, die Schränke sind rechtwinklig und nur durch die Form des Schotts, was an der Seite noch angesetzt wird und wo ich mir die Kontur des jeweiligen Fahrzeugs abnehme, erreiche ich die unterschiedliche Tiefe bei den Fahrzeugen. Und hier unten drunter, das ist eben die Konsole, der doppelte Boden. Und hier kann man das schon sehen, wir haben hier schon die Ausschnitte eingesetzt für die Warmwasserheizung. Da kann man natürlich auch je nach Bedarf die Ausströmer für die Luftheizung einsetzen. Keine Sorge, die Kleiderschranktür neben der Dusche hat eine ordentliche Dichtung bekommen. Weiter geht's in der Küche. Das hier zum Beispiel ist das Küchenmodul 1 von 2. Das rechte ist für den Kühlschrank, wo ein Wemo-Kühlschrank reinpasst, aber auch andere in vergleichbarer Baugröße. Und hier zum Beispiel ist dann Platz für den Mülleimer. Und hier sieht man auch wieder den Zugang zum Doppelboden, wo hier jetzt schon die Leitungen liegen für die Heizung und die Stromleitungen für den Kühlschrank beispielsweise. Teilweise gibt es Schubladenauszüge, teilweise gibt es Klappen. Hier oben ist dann zum Beispiel die Geschirrschublade und wir planen, dass hier auf die Seite die Spüle kommt und ein fest installierter Kocher kommt später hierhin, wo aktuell der improvisierte Kartuschenkocher hängt. Auf der Beifahrerseite mussten wir ja ein bisschen diesen Weg schaffen, deswegen ist an dieser Seite das abgeschrägt. Auch das sind tatsächlich 3 Module. 1, 2, 3, nein sogar 4. Hier oben ist das vierte oben drauf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen längeren Radstand hätte, dann könnte ich mir auch 2 dieser Module hier hinstellen oder 2 Kleiderschrankmodule und dann erst die Schräge, so ich sie überhaupt brauche. Und hier ganz vorne ist dann der Elektrikschrank. Ihr seht, hier ist im Prinzip kaum was zu sehen an Sachen Steckdosen. Das hat den Grund, dass das alles hier hinter versteckt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schwer ist das Ganze geworden mit den vielen HPL-Oberflächen und den Nussbaum-Furnier-Oberflächen. Sieht das Ganze ja schon sehr robust und schwer aus. Robust ist es auch auf jeden Fall. Schwer nur so im Mittelmaß. Wir haben jetzt keinen extremen Leichtbau hier hinbekommen. 190 Kilogramm sind es in Summe. Aber da ist eben auch sehr robust gebaut worden, dass wir auch mit dem Fahrzeug, so wie der Iveco es ja kann, schaut dazu in das andere Video, dass das hier auch nicht auseinanderfällt. Das war ja auch der Plan.
Ein zweiter Punkt, den wir jetzt schon montiert haben, ist das ganze Thema Elektrik. Da gibt es auch ein neues Produkt, von dem aktuell wahrscheinlich noch keiner was weiß. Das ist das Caravan Control von Simarin. Dieses Gerät kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Das ist der Pico Batteriemonitor, der hier hinter steckt. Der wurde aber erweitert um, ich nenne es mal Basisschaltfunktionen, die jedes einfache Reisemobil hat. Ich kann hier zusätzliche Verbraucher einschalten, Kühlschrank, die Heizung, Beleuchtung, Wasserpumpe und ich habe hier einen integrierten Hauptschalter. Und das Spannende daran ist, dass ich hier an dieses Element nur ein Kabel anschließen muss, nämlich ein Datenkabel, und die gesamte Stromverteilung, die ist da, wo es ganz praktisch ist, nämlich direkt an der Batterie. Einfache Installation, nicht nur bei den Möbeln, sondern auch bei der Elektrik war hier die Idee. Das hier ist übrigens der Elektrokasten oder auch als Sitzbank. Und hier war der Plan, dass bis auf die Batterien alles drin ist, was wir an Elektrik brauchen in diesem Fahrzeug. Und es hat tatsächlich funktioniert. Im Untergeschoss liegt ein Easy Solar. Den haben wir auch schon in Volvo Knut verbaut. Das heißt, da haben wir die 230 Volt Verteilung mit den Sicherungen. Wir haben den Inverter mit 1,6 Kilowatt und wir haben den Solarladeregler, der liegt hier also im Untergeschoss. Und im Obergeschoss, da liegt der zweite Teil von diesem Caravan Control von Simarin, wo ihr gerade eben schon das Display gesehen habt. Hier liegen meine ganzen Verbraucher an, Minus und Plus. Hier drunter sind auch die passenden Sicherungen dazu. Hier geht es an meine Bordstromverteilung, Minus. Hier ist der Hauptschalter und ich kann im Zweifel auch alle Sachen von hier manuell schalten. Was haben wir dann noch? Wir haben einen Ladebooster, der mit 30 Ampere von der Lichtmaschine lädt. Praktischerweise ist die Starterbatterie direkt hier unterm Fahrersitz, also auch kurze Kabelwege. Dann gibt es hier die Minusverteilung und zwei Hauptschalter, einmal um die Aufbaubatterie totzulegen und der zweite ist dazu da, um sich im Notfall selber Starthilfe geben zu können. Die passenden Sicherungen sind darunter platziert und damit passt alles in diese kleine Box. Dieses Caravan Control soll circa im Sommer diesen Jahres auf den Markt kommen und etwa 600 bis 650 Euro kosten. Und mal so ein grobes Gefühl, was dieses gesamte Paket jetzt kostet, was ich hier verbaut habe und was ich als Premium-Elektrik bezeichnen würde. Also ich kann hier meine Kaffeemaschine anschließen, ich kann meinen Föhn anschließen, ich habe wirklich genug Strom. Ich habe Ladestrom von der Lichtmaschine, ich habe wirklich eine hochwertige Verteilung mit guten Komponenten. Das alles in dem Kasten liegen wir so bei etwa 2.500 Euro. Ich denke, das ist auch für einen Laien verkabelbar. Kommen dann natürlich noch die Batterien dazu. Da setzen wir hier auf 2x100 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat und die stehen hier hinten unter dem Kühlschrank. Ja, kommen wir zu einem sicherlich ganz augenfälligen Bereich, Teil 3. Das ist der Korkboden. Kork hat uns in Knut total überzeugt als Bodenbelag an sich. Was uns damals noch nicht so ganz überzeugt hat, beziehungsweise für Laienanwender nicht so überzeugt hat, das war die Verarbeitung mit den einzelnen Leisten, die man aufkleben muss, die man dann verschleifen und versiegeln muss. Und da hat sich durch Zufall tatsächlich ein neuer Anbieter aufgetan. Camper Kork heißt dieses Unternehmen. Das nutzt dasselbe Material, nämlich dieses verpresste Korkgranulat, bietet den Kork aber schon in fertig verarbeiteten Platten an. Wie man sieht, hier ist so ein Stoß. Und diese Platten sind 90 cm breit und 2 Meter lang. Und die können nach Form arbeiten, nach Schablonen arbeiten. Das könnt ihr auch da machen lassen, beziehungsweise ihr schickt diese Schablonen da ein. Und das haben wir hier mal ausprobiert. Das ist quasi so der erste Camper, den die damit jetzt ausgestattet haben. Und das ist erheblich einfacher zu verarbeiten. Das hat einen Kleberücken auf der Rückseite. Ich muss also nicht mehr mit Klebstoffen und Dichtstoffen und Schleifmaschinen hantieren, sondern es kommt im Prinzip verlegefertig. Und das hat hier, ich würde mal sagen, wie die Faust aufs Auge geklappt, denn wir haben das vor der Messe in Kalkar abgeholt, reingelegt und sitzt. Und wir haben uns noch was Spannendes ausgedacht, auch das ist eine Premiere, das ist ganz am Heck vom Fahrzeug. In der Planung für den Fußboden kam nämlich die Frage auf, wie wir die Duschtasse gestalten wollen. Und ich hatte da eigentlich noch im Kopf, so ganz klassisch wie bei vielen anderen, eine Aluwanne einzulassen.
Und dann hieß es, warum bauen wir die Duschtasse nicht auch aus Kork? Schließlich ist das ja ein Decksbelag aus dem Yachtbau, der kann also Feuchtigkeit ab. Und so haben wir dieses Experiment hier mal gewagt. Deswegen ist der Bereich hier aufgedoppelt, 8 mm höher. Und haben hier einen Auslass vorbereitet. Leider ist ja das Ersatzrad hier drunter, deswegen haben wir keinen Platz für einen zweiten Auslass. Aber das ist mal der Versuch, ob wir mit einem wirklich schönen Boden, der bis nach hinten nach Wohnzimmer aussieht, nicht auch Funktionen hier ins Auto reinbringen können. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Viele haben sich ja gefragt, warum wir den hohen doppelten Boden haben und hätten ja keine Stehhöhe mehr. Wie ihr seht, ich habe wieder Stehhöhe und zwar mehr als genug. Seit nämlich das große Heki hier drin ist, also das ist wirklich das größte Dach, was ich gefunden habe, was wir einsetzen konnten. Das bringt auch jede Menge Licht hier rein, denn hier wird es kein Fenster geben. Aber wie ihr schon gut seht, oberhalb der Küche habe ich wirklich viel Licht und ich mache die Luke auf und dann kann auch der Küchendunst gleich entweichen. Und hier neben mir ist auch das, wonach ihr auch viel gefragt habt, nämlich das Thema Hubbett. Das ist aktuell im Prototypenstadium 1,5, würde ich es mal nennen. Es funktioniert schon grundsätzlich. Ich kann es tatsächlich in alle vier Richtungen ausrichten. Also egal, wie schief der Wagen steht, ich kann immer gerade schlafen. Ich schlafe auch schon sehr bequem. Die Matratze ist auch schon da. Die haben mir liebe Freunde hergestellt, die ein Schaumstoffwerk haben. Ich schlafe hier wie im Himmel. Schönen Gruß, Christiane und Günther. Das kann ich dann hier leicht anheben, aber ich muss es jetzt noch ein bisschen optimieren, dass die Funktionalität gut passt und dann erklären wir euch auch, wie man mit wenig Geld ein tolles Hubbett bauen kann. Ja, wie geht es jetzt also weiter? Bedingt durch das Thema Möbelbau haben wir hier ein bisschen unüblichen Rhythmus, in dem schon erst die Möbel drin sind und wir jetzt nochmal an die Wärmedämmung ran müssen, aber das ist tatsächlich das große Thema. Wir warten auf die Fenster, die eingebaut werden müssen. Eins in die Schiebetür, eins hier, eins ins Heck. Dann wird die Wärmedämmung fertiggestellt, dann wird die Innenverkleidung gemacht, dann wird gefilzt an manchen Bereichen und dann werden eben auch so die letzten Sachen vorbereitet und verkleidet. Und ganz wichtig natürlich, ich warte immer noch auf die Fußbodenheizung. Wenn die drin ist, dann kann ich auch den unteren Bereich verkleben. Und dann ist das Auto fast schon reisefertig. Schauen wir mal, wie ein Bad Kissing im Juni aussehen wird. Auf der Abenteuer Allrad sehen wir uns dann in der Camp Area mit dem neuen Blauen und Oldie Knut. Und bis dahin könnt ihr euch ja die Zeit mit unseren anderen Filmen vertreiben.